Das Netzwerk Bildungsberatung ist ein Projekt des Vereins Salzburger Erwachsenenbildung. Aus diesem Netzwerk Bildungsberatung entstammt die Idee des Lehrgangs Aktiv im Alltag gemeinsam gestalten 2022. Ziel des Lehrgangs ist es, neue Ideen zur aktiven Beteiligung Älterer von der Zielgruppe selbst entwickeln zu lassen. Die im Mittelpunkt stehenden Teilnehmenden werden dazu ermächtigt, gemeinsam Projekte für Menschen in der nachberuflichen Lebensphase zu entwickeln. Tut euch mal platzieren, wo steht ihr denn? Der Lehrgang begleitet dabei bis zur fertigen Projektskizze. In diesem vierten und abschließenden Video wird der Prozess der Projektentwicklung dokumentiert. Hier wird deutlich, Lernen kann Freude bereiten und die Auseinandersetzung mit dem geplanten Projekt geht über die feierliche Zertifikatsverleihung hinaus. Es ist so, dass wir in Österreich den Bundesplan für Seniorinnen und Seniorinnen haben. Das ist ein Dokument, das auf wissenschaftlicher Grundlage erarbeitet wurde und dann 2011 beschlossen wurde. Dieses Dokument enthält Ziele für 14 Bereiche. Und zu diesen Bereichen gehört auch der Bereich Partizipation, da gehören auch die Bereiche Bildung und lebenslanges Lernen dazu. Neue Kultur des Alterns heißt selbstbestimmt leben, heißt Selbstsorge zu übernehmen, Selbstsorge, solange das möglich ist, und bedeutet Aktivität als solches zu entwickeln, eine Aktivität, die sinnbezogen ist, die mit den eigenen Werten übereinstimmt. Das Thema ist Einkehren bei sich selber. Ich mache es eben für Menschen, die spirituell Suchende sind und auch Spiritualität mögen. Und ich mache es an besonderen Orten in Salzburg. Okay, das war die Idee. Ja. Dann, wie ist es dann weitergegangen? Ich war ja nahe daran aufzugeben, weil es mir zu groß erschienen ist. Und dann war das in der Gruppe, geführt auch von der Danielle, gesagt, bleib dran, das hat was. Im letzten Modul mit dem Namen Projektcontrolling und Präsentationsvorbereitung motivieren die Trainerin Sabine Kreu und Lehrgangsleiterin Dr. Danielle Bidasio die Gruppe zum Austausch mit Reflexion. Das, was hier im Lehrgang vermittelt wurde, wird von den Teilnehmenden gleich ins eigene Projekt übertragen. Nicht zuletzt handelt es sich um die gleiche Zielgruppe. Also für mich ist die Kunst an der Didaktik mit älteren Personen etwas zu bringen, was für sie interessant und neu ist und gleichzeitig auf ihren Erfahrungsschatz aufbaut. Am besten funktioniert es, wenn, aus meiner Sicht, wenn immer Inhalt und Mensch gut miteinander verknüpft werden. Das Beste an meinem Projekt ist, dass ich wieder mit das gemeinsam mit Leuten mache. Ich habe mir vorgestellt, ich mache in der digitalen Welt das, was früher mit der Grammarladen war, was die Fächer gibt, wo jeder was auserziehen kann und einziehen kann und was davon, was von Austausch lebt. Die technische Umsetzung, die ist noch nicht so einfach. Ich muss nur noch eine richtige Darstellungsmethode finden. Und ja, wenn wir sehen, ob ich heute ein Stückchen weiterkomme. Gerade heute zum Beispiel ist mir aufgefallen, die Beschäftigung mit dem eigenen Projekt verändert in einem selber was. Und wenn man dann von allen anderen hört, wie das abgelaufen ist, dann ist es einfach sehr lebendig geworden. Und dass es wirklich eine unzählige Breite gibt in dem, was wir uns vom Alter vorstellen und was wir uns wünschen. Also ich habe eine Befragung gemacht und habe 122 Fragebögen, also Fragebögen mit 5 Fragen jeweils, ausgeschickt. Der öffentliche Verkehr hinkt hinter den Bedürfnissen der älteren Menschen weit nach. Die Auseinandersetzung mit dem gesellschaftlichen Altersbild und mit dem eigenen Älterwerden ist bei den Teilnehmenden gut angekommen. Sich gefordert und gefördert fühlen, von Referentinnen und Teilnehmenden motiviert zu werden, ist eine wichtige Erfahrung. Lernen in der Gemeinschaft bereitet besonders große Freude. Die räumliche Verortung der Bildung, die muss anders sein. Die Person, die da einbezogen wird, muss sofort das Gefühl haben, ich bin nicht in einem Schulsetting. Also mein Projekt wird so ablaufen, dass wir direkt in Vorträgen, in Schulungen und auch in Übungen Seniorinnen auf die alltägliche Sicherheit
im eigenen Haushalt hinweisen können. Ein großes Problem war bislang die Kommunikation, das Netzwerk, die Erreichbarkeit der richtigen Gruppen. Das Schönste an der Lehrgang für mich war, mit vielen Menschen zusammengekommen, die was gute Ideen haben und die was mir an ihren Sachen teilhaben lassen. Also am besten im Lehrgang hat mir gefallen, dass wirklich verschiedenste Charaktere da waren, verschiedenste Leute, die was auch in unterschiedlichsten Berufen arbeiten oder gearbeitet haben. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass ich mir selber mehr Gedanken darüber gemacht habe, wie es mir ginge, wenn es zum Beispiel mit der Mobilität bergab geht. Gut gefallen hat mir, dass ich zu mir selber geführt worden bin. So zu entdecken, ich kann da was. Es zeigt sich über die Jahre, was da an Entwicklung auch möglich war. Ja, also von einem theoretischen Konzept des aktiven Alterns, ja, das von der WHO 2002 schon publiziert wurde, ja, das dann im Weltaltenplan seinen Niederschlag gefunden hat, das dann in der regionalen Umsetzungsstrategie aufgegriffen wurde, das dann im Bundesplan aufgegriffen wurde, bis hin zur Umsetzung. Und in diesen 20 Jahren ist dieses aktive Altern von einem Begriff zur Wirklichkeit geworden. Meine Vision für danach wäre, dass die Menschen, diese Gemeinschaft, diese Community auch bleibt und auch weitere Projekte entwickelt werden können. Das heißt, ein Netzwerk von aktiven Gestaltern und Gestalterinnen entsteht im gesamten Bundesland Salzburg, bestenfalls österreichweit, wo man sich immer wieder trifft, zusammenkommt, Ideen austauscht, was braucht es, wo stehen wir gerade, was tut sich und wohin soll es weitergehen.